2018 wird das Miniaturwunderland zur beliebtesten Touristenattraktion Deutschlands gewählt. Im selben Jahr beginnen die Bauarbeiten an einem neuen Abschnitt. Die Reise geht in die Welt der Reichen und Schönen. Von den teuren Autos her könnte das Frankreich sein. Ah, Monaco. Ja, Monaco. Ja, genau. Dann haben die bestimmt noch Formel 1 drin. Ja klar, Monaco. Da sind Tribünen. Ich würde sagen, Monaco, das kann eigentlich nur die Formel 1 sein. Natürlich, das ist die Formel 1. Guck mal. Tüftler Gerrit Braun sucht und findet eine neue Herausforderung. Überleg dir mal, die nehmen auch nicht irgendwie eine Rennstrecke, nehmen direkt Monaco. Mit tausenden Häusern, mit dem ganzen Landschaftskrams, Bimbamborium. Da liegt auch die große Kunst, dass sie hier Welten betreten, die geschlossen funktionieren. Monaco, klein, komprimiert, mit der Formel 1 in Verbindung. Jeder hat ein Bild davon, jeder hat eine Assoziation dazu. Ich habe mich erstmalig in meinem Leben in den letzten Jahren ab und zu mal ganz kurz gefragt, warum machst du das eigentlich? Ja, warum machst du das eigentlich? Die Autos fuhren, die Schiffe fast, der Flughafen fliegt super, die Züge fahren super. Warum jetzt noch mal Formel 1 Autos und sich das noch mal antun? Ja, weil es einfach Spaß macht. Und ich habe irgendwann 2004 mal gesagt, hey, cool, jetzt haben wir eigentlich fast alles. Da hat er schon einen großen Fehler in seinem Satz. Ich habe 2004 gesagt, Mensch, ich glaube, da haben wir jetzt fast alles. Die werden nie alles haben. Denen wird immer wieder was Geiles einfallen. Aber was echt so die endfinale, tolle Endsache wäre, jemals mal Formel-1-Rennwagen fahren lassen zu können, weil das ist ja unmöglich. Anfang 2021 liegen schon 3 Jahre mühseliger Entwicklungsarbeit hinter Gerrit Braun. Das Mastermind muss immer wieder technische Hürden überwinden. Doch er gibt seine Vision eines realistischen Formel-1-Rennens nicht auf. Wenn du da stehst, siehst du das Auto, ja, ne? Ja, locker. Gut, ich bin auch relativ groß, aber selbst wenn ich kleiner wäre, die Tribüne ist praktisch im Blick fast so wie die wie die Straße hinten. Also da guckt man schon so direkt drauf, das geht alles. Ja, Formel 1 nachzubauen ist natürlich dann mit der Strecke von Monaco die genialste Idee schlechthin. Aber da wird es kaum schaffen, dass die Autos sich so bewegen, wie er möchte, kann ich mir vorstellen, weil das wird ja ganz schwierig sein für ihn. Die Idee, Magnetfelder sollen die Autos antreiben und steuern. Dafür wird die Strecke aufwendig mit Leiterbahnen und Steuerplatinen ausgestattet. Also die Vision ist ja, ein absolut realistisches Formel-1-Rennen oder Formel-E-Rennen, also Rennen zu zeigen und da auch Überholmanöver zu haben. Es soll sich nichts wiederholen, es soll also jeder Zufall eine Rolle spielen. Die Form des Fahrzeuges und des Fahrers, die Tagesform soll entscheiden, wer am Ende gewinnt. Das ist die Vision. Guck, da ist er wieder. Man denkt, der macht da ein Rennen und jedes Mal gewinnt es Rote und er sagt so, nee. Kann auch sein, dass man das Grüne gewinnt. Ich sehe schon die Buchmacher, also da stehen alle, komm, heute das Gelbe, 50 Euro auf Gelb. Das Ding könntest du mit einer Schiene machen, so wie das Flugzeug. Auto, aber er will Zufall, er will echtes Rennen, er geht noch einen weiter. Die Idee, dass jedes Auto eine eigene Intelligenz hat und mögliche Rennen gewinnen kann, die führt natürlich dazu, dass du dann sozusagen, wenn das irgendwann mal fertig ist, könntest du ja sozusagen hochoffizielle Rennen fahren mit dem Ding. Das aber hinzubekommen bedeutet ja, dass das Fahrzeug sich auf der Straße ganz frei bewegen muss. Das heißt, es soll nicht fest an irgendwelchen Linien gezogen durch einen Magneten oder so geführt werden, sondern es soll frei fahren können. Und da haben wir eine Lösung gefunden. Und die Lösung ist, dass wir Strom durch Leiterbahnen schicken. Leiterbahnen sind sozusagen Stromleitungen, die hier ganz eng nebeneinander sitzen, so und auch so. Und dadurch, dass wir jetzt hier Strom durch verschiedene ganz kleine Sektoren schicken können, sehr starken Strom, und das Magnetfeld dazu, also als Gegenstück im Fahrzeug haben, können wir das Auto bewegen. Und zwar immer einen Schritt nach vorne oder einen Schritt zur Seite. Das können wir aber mittlerweile so fein auflösen, dass wenn ich, das geht dann wirklich ganz schnell, diese Sprünge, dass das wirklich eine fließende Bewegung wird. Und ich kann das Auto also in beide Richtungen, nach vorne und zur Seite, frei beliebig bewegen. Schön, wie er das auch erklären kann mit den Magnetfeldern und so. Wenn jetzt irgendein Zuschauer traurig ist, weil er nichts verstanden hat, er ist nicht alleine. Ich denke auch die ganze Zeit nur, okay. Ich finde es faszinierend, dass sie das auch selber entwickeln, dass es sowas noch nie gab. Das sind Vorreiter, garantiert. Das, was die bauen, ist dann später für die Industrie oder Spielzeugindustrie, sind das so Vorgaben. Das geht in Serie. Technisch ist das absolut Next Level. Verantwortlich für die kleinen Next Level Formel 1 Flitzer ist Jens Körner. Die Rennwagen sind eine unglaublich filigrane Herausforderung. Na, hi.
Weihnachten. Ja, fast. Krasses Teil. Der Porsche 99X, ne? Ist jetzt fertig. Also man kann sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit in so einem Auto drin steckt, weil es gibt die nicht zu kaufen, es gibt kein Modell davon, es gibt zwar 3D-Daten davon, aber wenn wir die klein schrumpfen, bleibt bei den filigranen Teilen, die so ein Formel-1-Auto hat, eigentlich nichts mehr übrig. Da ist die Schichtdicke sozusagen null. Das heißt, wir müssen es selbst zeichnen. Das heißt, man muss sich an den Computer setzen und das Auto von einem Bild oder von Bildern her wirklich abzeichnen in einem 3D-Programm. Da sitzt man schon mal ein, zwei Wochen dran. Jedes Auto wird händisch gebaut. Das ist nicht fertig geliefert. Da gibt es nicht irgendwie so miniatur24.de, wo du den Bums bestellst. Die bauen alles selbst. Also da reden wir nicht mit, wir machen mal einen Tag so ein Formel-1-Auto, sondern da reden wir über Wochen. Also mir war das überhaupt nicht klar, wie lange man alleine an so einem Miniaturauto sitzt. Ne? Tatsächlich stecken bis zu 50 Stunden Arbeit in jedem Rennwagen. Ach, guck mal, da fahren sie schon. Wie süß das ist. Ah, hier, der erste Selbstversuch mit den Platinen. Axel hat eine Teststrecke für die Prototypen gebaut. Hallo. Moin. Na? Ja. Also gerade für Axel und mich zusammen als Team ist, glaube ich, Formel 1 die mit Abstand größte Herausforderung, die wir jemals hatten. Ich habe nach dem Verdacht im Flughafenbau Ähnliches gesagt, aber man will sich ja auch steigern. Was für Tüftler, ne? Wir beide sind seit 6 Jahren am Daten analysieren, am Überlegen, am was verändern, am neue Ideen haben, wie wir das noch verbessern können, damit dieses wirklich sich am Rande des möglichen befindliche System am Ende doch funktioniert. Also der Gerrit ist schon so ein Daniel-Düsentrieb und ohne den würde hier auch nichts laufen. Hast du die Frage gerade ernsthaft gestellt, ob man Nerd sein muss, um das aufzubauen? Ich unterstreiche nochmal dick rot mit Erdung, ja. Das ist schon ein bisschen mehr wie Nerd. Da ist er drüber hinweg. Der ist die nächste Stufe. Und ich glaube, bei dem ist wirklich so, geht nicht, gibt's nicht. Und so ist er auch. Der macht alles möglich mit seinem Bruder. Genie. Ja. Was der da baut, was da gemacht wird, das musst du erstmal umsetzen. Die Idee alleine ist es nicht. Der Monaco-Abschnitt soll noch in diesem Jahr eröffnet werden. Doch ob die Formel-1-Renner dann startklar sind, das muss ich noch zeigen. Gerrit Braun bleibt wie immer optimistisch. Ich glaube, das wäre das mit Abstand tollste Geschenk, was man mir zum 20-jährigen Öffnungsjubiläum des Miniaturwunderlandes machen kann. Dass da die Platinen tatsächlich da sind. Wir haben sie eingebaut, wir haben sie auch alle anschließen können. Wir setzen dein Auto drauf und das fährt eine ganze Runde. Das wäre ein tolles Geschenk.